Der große amerikanische Thermodynamiker Joseph Willard Gibbs war bekannt für seine bescheidene und zurückhaltende Art und Weise. Er war zwar Mitglied von mehreren öffentlichen und wissenschaftlichen Einrichtungen, aber hat dort niemals eine Rede gehalten. Bis auf eine Ausnahme. Man diskutierte in Yale über die Verbesserung der Ausbildung. Jemand machte den Vorschlag, dass man mehr Aufmerksamkeit auf das Erlernen von Sprachen legen sollte. Und dieser Vorschlag stieß auf allgemeine Zustimmung. Damit ergab sich aber auch die Frage, in welchen Fächern jetzt weniger Stunden unterrichtet werden sollte. Und hier kam der Vorschlag auf, den Mathematikunterricht zu verkürzen. An diesem Punkt konnte sich Gibbs nicht mehr länger zurückhalten und erhielt seine einzige Rede. Sie bestand nur aus 4 Worten. Mathematik ist eine Sprache. Ja, Mathematik ist eine Sprache. Es ist die Sprache der Naturwissenschaften und der Ingenieurswissenschaften. Sie können zwar die Faszination dieser Wissenschaften auch erfassen, wenn Sie die Sprache nicht oder nur wenig verstehen. Sie besuchen aber dann quasi als Tourist ein Land, dessen Sprache Sie nicht sprechen. Wenn Sie wirklich Wissenschaft verstehen und betreiben wollen, kommen Sie um die Mathematik nicht herum. Nicht von ungefähr bestehen die ersten Semester vieler Disziplinen im Wesentlichen aus Mathematikvorlesungen. Damit zukünftige Studierende diesen Vorlesungen problemlos folgen können, wurde dieser Brückenkurs hier ins Leben gerufen. Die Auffrischung der Schulmathematik anhand vieler Übungsaufgaben ist aber für jeden interessant.